Hallo alle miteinander! Heute zeige ich euch verschiedene Möglichkeiten, wie man Muffins verzieren kann. Aber bevor ich euch das zeigen kann, brauchen wir natürlich Muffins. Deswegen machen wir heute ein ganz einfaches Grundrezept. Wir fangen auch gleich schon damit an. Das einzige, was wir dafür brauchen, sind 3 Eier, 180 Gramm Butter, 180 Gramm Mehl, 180 Gramm Zucker, eine halbe Packung Backpulver und eine Packung Vanillezucker. Und natürlich auch eine Schüssel, wo wir das Ganze umrühren können. Ich habe jetzt alle Zutaten in eine Schüssel getan. Das verrühren wir jetzt mit einem Handmixer. So schaut unser Teig jetzt aus. Den füllen wir jetzt einfach in unsere Muffinförmchen. Muffins kommen jetzt für ca. 20 Minuten in den Ofen bei 200 Grad. Unsere Muffins sind jetzt fertig und nun geht's endlich an zum Dekorieren. Das sind jetzt nur ein paar Möglichkeiten, wie man Muffins dekorieren kann. Es gibt natürlich unzählige verschiedene, aber lass uns trotzdem mal gleich anfangen. Ich habe hier jetzt Kokosraspeln, Salzstangen, Smarties, Gummibärchen, so bunte Zuckerstreusel, Lebensmittelfarbe und nur so Backoblatten. Da sind sie. Dann habe ich noch Vollmilchschokolade und noch weiße Schokolade, die ich aber schon geschmolzen habe. Zum Beispiel so ein Schmetterling machen. Das ist ganz einfach. Man nimmt einfach einen Klecks Schokolade, die geschmolzen ist, und tut es in die Mitte vom Muffin. Dann legt man eine Salzstange auf das Klecks Schokolade und rechts und links daneben kommen dann zwei Oblaten als Flügel. Und dann ist es ein Schmetterling geworden. Die Schokolade auch auf den ganzen Muffin verteilen und dann zum Beispiel Gummibärchen oder Smarties oder so Zuckerraspeln dahin tun, wie man möchte. Süßen Frosch, dafür benötigt ihr einfach weiße Schokolade, die habe ich braun gefärbt und auf den Muffin geschmiert. Dann habe ich hier so aus Oblaten Augen gemacht und mit brauner Schokolade die Augen aufgezeichnet und dann noch mit brauner geschmolzener Schokolade einen Mund gezeichnet. Hier habe ich dann noch eine Spinne gemacht, die ihr Bein verloren hat. Die Spinne, da habe ich einfach braune geschmolzene Schokolade auf den ganzen Muffin verteilt, zwei Smarties als Augen verwendet und dann die Salzstangen so zu Beinen geformt. Und dafür habe ich hier auch so geschmolzene Schokolade verwendet und wenn sie dann trocken ist, dann halten die Beine auch wirklich fest. Da habe ich noch so eine zweite gemacht. Da sind jetzt nochmal alle meine Muffins. Die Spinnenbeine müssen noch fest werden. Jetzt habe ich insgesamt 12 schön verzierte Muffins. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn ja, würde ich mich über Daumen nach oben freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich wieder backe oder etwas koche.